Die größte Gefahr für das Klima geht vom Permafrostboden aus. Wenn sich das Klima auch nur um 3 Grad weiter erwärmt, wird er auftauen. Vor 20.000 Jahren war er gefroren. Tausende von Jahren blieb es so. Und jetzt taut er mir unter den Händen weg. Hier an dieser Wand und bald überall. Der Mensch jagt jetzt bereits Unmengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre. Wenn dieses natürliche Gasvorkommen hinzukommt, wird der Klimawandel dermaßen beschleunigt, dass keine Anpassung mehr möglich sein wird. Wir haben nur eine einzige Möglichkeit, das Auftauen dieser Böden zu verhindern. Die Natur Sibiriens in den Zustand zurückzuversetzen, in dem sie war, als der Permafrost entstand. Genau darum geht es in unserem Pleistozänpark. Ich nehme das Horn, nimm du die da. Ich nehme die Mammutknochen mit. So viele Knochen, da haben wir Glück gehabt. Ich hatte ein kleines Stück Mammut. Hier ist ein Zahn. Die Bisonknochen hierher. Eine Rippe. Weil wir seit vielen Jahren sorgfältig und an zahlreichen Stellen sämtliche Knochen einsammeln, konnten wir eine Reihe von Skeletten rekonstruieren. Hier im Norden Sibiriens gab es eine Zeit, da hätten auf jedem Quadratkilometer Weideland im Schnitt ein erwachsenes Mammut, 5 Bisons, 8 Pferde, 15 Rentiere und 1 bis 2 Wölfe ihr Futter gefunden. Da, noch ein Kiefer. Mit Zähnen. Der 5. Mammutkieferknochen. Ein Jungtier. Dem Muttertier wird was zugestoßen sein. Hier die Mutter und da das Junge. Eine Hollywood-reife Geschichte. Ja. Sie lebten glücklich und starben am selben Tag. Eine herrliche Szene. 2 mit einem Stoßzahn auf den Schultern, die Sonne geht gerade unter und so gehen sie der Sonne entgegen.
Wir steigen Bläschen vom Boden auf. Es ist ein sehr starkes Treibhausgas. Es ist 23 Mal stärker als CO2. Im See gibt es organische Substanzen. Unter den Seen liegen die Böden der Mammutsteppe. Sie tauen auf, sodass das ganze Jahr über Schmelzwasser entsteht. Die organischen Substanzen verfaulen. Und weil kein Sauerstoff dorthin gelangt, bildet sich kein CO2, sondern Methangas. Da haben wir das Methan. Das ist unser Permafrost. Oh. Das sind die Überreste der Mammutsteppe aus dem Pleistozän. Dieses organische Material verwandelt sich in CO2 und der Wind verbreitet das über den ganzen Planeten. Das ist eine Zeitbombe mit einer Sprengkraft von 1000 Gigatonnen. Bei Erwärmung explodiert sie. Niemand kann diese Bombe entschärfen. Wir können bestenfalls die Explosion verhindern. Das Klima abkühlen können wir nicht. Dieser Prozess ist bereits unumkehrbar. Wir können nur darauf setzen, dass unser Permafrostboden im Winter möglichst stark gefriert. Und dafür muss man ihn von der wärmenden Decke des Schnees befreien. Aber wie will man den Schnee auf derart riesigen Flächen beseitigen? Entweder von Hand. Menschen ziehen los und bearbeiten den Schnee mit Spaten. Oder man nutzt Maschinen. Das alles ist teuer. Es gibt aber auf dieser Erde sehr viele Helfer, die diese Aufgabe ganz freiwillig zu übernehmen bereit sind. Das sind nicht irgendwelche Fabelwesen, sondern solche, die Millionen von Jahren hier gelebt haben und hier zu Hause sind. Man muss ihnen nur ihre Freiheit lassen und dafür sorgen, dass sie sich vermehren können. Lebensraum und Freiheit, das genügt ihnen. Um das globale Klima in Ordnung zu bringen, bräuchte man allerdings 200 Millionen solcher Helfer. Ja,
Am 18. Juli begehen wir auf der Station immer eine Art offiziellen Feiertag, den Geburtstag des Gründers, des Menschen, der das hier aufgebaut hat. Ohne ihn wären wir alle nicht hier. Wir wünschen dir weiter Erfolg mit deiner Arbeit und Forschung. Wir alle lieben dich sehr. Auf dich, Papa. Ich blicke mich um und sehe auf Hunderten von Kilometern kein Leben. Vor vielen Jahren hätte ich an genau demselben Ort wahrscheinlich etliche Lebewesen zu Gesicht bekommen. Etwa 2-3 Mammutherden und an die 1000 Bisons, 1000 Pferde, 1000 Rentiere. Ich kann nicht allein in ganz Sibirien das Ökosystem wiederherstellen. Aber wenn mir das wenigstens auf einem kleinen Stückchen Erde gelingt, werden die Menschen sehen, wie sinnvoll das ist. Und sie werden diesem Beispiel folgen wollen. Von der Station bis zum Park sind es 40 Kilometer. Mit dem Boot braucht man etwa eine Stunde. Egal, wo man links oder rechts an Land gehen will, überall steht man vor einem undurchdringlichen Pflanzendickicht. Hier gibt es weder Tiere noch Menschen. Mein Vater gründete den Park 1996 an einem ebenso unwirtlichen Ort. Allerdings muss man ehrlich sagen, es ist ja überall so unwirtlich. Solche Wälder gab es hier früher nicht. Sie konnten schlicht nicht wachsen, weil es ringsum Millionen pflanzenfressender Wildtiere gab. Hätte es damals so einen Wald gegeben, wäre schon bald eine Herde Mammuts aufgetaucht. Und sie hätten sich schrecklich aufgeregt. Wie kann so ein wunderbarer Ort mit so einem Mist überwachsen sein? Einen Hang wie diesen hätten sie wohl innerhalb eines Tages kahl gefressen. Park klingt so angenehm, aber in Wahrheit ist es ein Schlachtfeld. Wo
Da hinten ist eine Grenze, besser gesagt die Frontlinie. Sie verläuft zwischen zwei Ökosystemen, dem Weideland und dem Wald. Für das Ökosystem Weideland kämpfen Pferde, Stiere, Kühe, Rentiere. Für das Ökosystem Wald kämpfen einzig die Mücken. Unsere Armee hat es so schwer, weil sie nicht so zahlreich ist. Wir haben Hunderte von Kämpfern, aber die Zahl der Mücken um uns herum geht in die Trillionen. Wir haben in den letzten 2-3 Jahren viele Tiere hierher gebracht, die nie in der Arktis gelebt haben. Unsere Bisons stammen aus Dänemark. Bisons aus Alaska wären fraglos besser geeignet. Sie sind diese Umweltbedingungen gewöhnt. Wir haben weniger angepasste Tiere hierher gebracht und das ist ein Problem. Ich sehe kein Futter im Magen. Das würde bedeuten, dass der Magen nicht richtig arbeitet. Tut er aber. Trotzdem sehe ich kein Futter darin. Es muss ja zum Wiederkäuen lange im Magen liegen. Danach sieht es nicht aus. Es sind keine Mücken da. Also müssten die Bisons zum Heu kommen. So ein Verhalten habe ich noch nie erlebt. Schlafen die? Sie liegen einfach da. Das ist erstmal gut. Dann werden sie nicht von Mücken geplagt. Oder sie sind alle tot. Vielleicht hat mein Nikita echt dumme Bisons angedreht. Jetzt komm schon raus. Genieß eine halbe Stunde ohne Mücken. Aber nein, sie rennen irgendwo. Die Mücken können sie zu Tode stechen. Einer ist durchgebrochen. So erschreckt ihr sie alle. Na kommt jetzt. Es sind 8. Mist, und die anderen 2? Seid vorsichtig wegen Stress und Verletzungen. Sie sehen gut aus. Keines hinkt. Jetzt laufen sie schon weiter. Als mein Vater in den 90er Jahren hier anfing, hatte sich das alles ganz einfach vorgestellt. Diesen Optimismus habe ich von ihm geerbt. Aber mit der Zeit merkst du, dass es mit dem Park immer schwierig bleiben wird. Die Tiere finden in diesem Ökosystem nichts zu fressen. Nur mit Glück überleben sie. Dem geht es richtig schlecht. Man müsste ihm wohl eine große Dosis Antibiotika spritzen. Er ist ganz dürr. Der kann kaum noch stehen. Пойдем.
Die Frage ist, was man hätte tun können. Nein, Nikita, anders hättest du im Jahr drauf nur noch mehr Mühen gehabt. Am Ende hätten sie noch Nachwuchs bekommen. Ja, schon, aber wer weiß. Man muss eben gleich mehrere Partien kaufen und darf nicht jedes einzelne Tier zu sehr verhätscheln. Wer was anderes möchte, bitte sehr. Aber so ist es auch. Wem das nicht passt, wir können nicht alle glücklich machen. Die Freude am Leben und die Trauer darüber, dass auch hier der Tod dazugehört, liegen sehr eng beieinander. Aufgabe Nummer eins ist, Hauptsache, hier bleiben alle am Leben. Und dann geht es nicht darum, einen arktischen Bauernhof aufzubauen. Der Park ist ein Abbild der Freiheit. Er bringt die Natur und den Menschen ganz unmittelbar zusammen. Ich war viele Jahre in großen Unternehmen und im Staatsdienst tätig. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, dass dieses ganze System mein Leben stärker bestimmt als ich selbst. Ich fand, dass sehr viele Menschen gar nicht ihr eigenes Leben leben, sondern eines, das ihnen aufgezwungen wird. Ich habe mich dann für die Freiheit entschieden. Nach dieser Maxime richte ich mein ganzes Leben aus. Keine Angst, komm her. Ich bin hierher gekommen, um meine Mission zu erfüllen. Ich habe eine Aufgabe. Werde ich sie komplett bewältigen? Ja, ganz sicher. Wenn dann mir besondere Annehmlichkeiten böte, für manche wäre das ein Fernseher, aber ich finde, dass einen das geistig nur schwächt. Es fällt dann immer schwerer, sich nach einer Pause aufzuraffen und erneut an die Arbeit zu gehen. Und man nimmt immer weniger wahr, was rings um einen vor sich geht. Am meisten fehlt mir der Kontakt zu den Kindern, zur Familie. Aber das ist wohl das Einzige. Kann ein Mensch, der nicht religiös ist, hier leben? Vermutlich ja. Aber ein Mensch, der an nichts glaubt? Nein. Jetzt ist er drin. Ruf!
Letzten Herbst, Ende September, hat dieser Stab 39 cm aus der Erde geragt. Jetzt sind es 21 cm. Demnach ist der Boden im Laufe dieses Winters um zusätzliche 18 cm abgetaucht. Das war's dann wohl. Wir hatten gehofft, Kalifornien helfen zu können. Dafür ist es jetzt wohl zu spät. Nicht mal der Winter hat sich ausgewirkt, wie man sieht. Die Abtauung liegt bei 3,30. Dabei ist der Juli noch nicht mal zu Ende. 3,30. Es tut einem natürlich leid um die armen Straußenjungen. Die Sache mit Kalifornien können wir vergessen. Jetzt kämpfen wir für Oregon. Das war mal eine Kläranlage. In der Sowjetzeit hat man die Abwässer gereinigt, bevor sie in den Fluss geleitet wurden. Aber schon in den 90er Jahren wurde die Anlage aufgegeben. Jetzt wurde hier vor einigen Jahren offenbar irgendein Rohr undicht. Das hat dazu geführt, dass Permafrost aufgetaut ist. Es hat sich eine Art Erdspalte gebildet, die immer größer wird. Vor einigen Tagen ist das Gebäude deshalb eingebrochen und die Spalte wächst immer noch weiter. Da haben wir also ein ernsthaftes Problem. Hallo. Schön, dich zu sehen. Ich suche nach einem Stoßzahn. Viel Erfolg. Theoretisch kann man hier was finden. Ja. Diese Wand hier ist vor 2-3 Wochen eingestürzt. Unsere ganze Siedlung steht auf solchem Grund. 50% Erde, 50% Eis. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass in den nächsten 30 Jahren praktisch alle Gebäude in der Siedlung dasselbe Schicksal ereilen wird. Die gesamte Infrastruktur wird zerstört werden und der Müll in den Flüssen landen. Sehr viele Ortschaften im äußersten Norden stehen auf Permafrost. Wenn der anfängt wegzutauen, werden sie komplett einstürzen. Natürlich ist das ein globales Problem. Das Abtauen des Permafrostes, die Treibhausgase. Aber gerade die Menschen, die hier leben, werden darunter zu leiden haben. Wenn man sich die ältesten Daten ansieht, dann fallen die größten Veränderungen jeweils in den Dezember, und den Januar. Und was bedeutet das? Im Beobachtungszeitraum hat sich die Emission fast vervierfacht. Hörst du? Daher entsprechend die erhöhte jährliche winterliche Emission. Ah ja. Na gut, Rauchpause. Pause für alle. Noch vor etwa 30 Jahren hat man nicht verstanden, warum im Norden die Konzentration an Kohlenstoffdioxid so stark anstieg. Nur
Wir haben dann sorgfältige Messungen zu den Emissionen und der Aktivität der Mikroben durchgeführt. In einem Artikel zeigten wir dann, dass dort, wo der Boden stärker aufgetaut war, ein Zusammenhang bestand zwischen den Emissionen und den Bodenmikroben. Hätte man früher auf mich gehört und meine Warnungen ernster genommen, dann könnte es in Sibirien längst einen Viehbestand von ein paar Millionen geben. Die hätten bis heute schon eine ordentliche Menge an Schnee zertrampelt. Ich bin auf der Forschungsstation aufgewachsen. Von klein auf habe ich Hunderte von Wissenschaftlern erlebt und gesehen, wer seine Forschungen wie betrieb. Ich kenne niemanden, der meinem Vater auch nur annähernd ähnlich wäre. Mit dem Ende der Sowjetunion brach die gesamte Wirtschaft der Gegend zusammen. Die Menschen verloren ihre Arbeit. Mein Vater glaubte heldenhaft, dass sich nun alles zum Schlechten wenden werde. Wer die Möglichkeit hatte, ging fort. Geblieben sind nur die romantischen Seelen und die, die nirgendwo hingehen konnten. Mein Vater blieb allein zurück. Um seine Beharrlichkeit kann man ihn nur beneiden. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, seine Forschungen zu betreiben und die Station auszubauen. Als es in den 90ern an Geld fehlte und hier alles im Nichts versank, verkaufte er 1996 seine Dreizimmerwohnung in Wladiwostok. Dieses Geld hat der Station bis Ende der 90er das Bestehen gesichert. Ursprünglich lebten 4 Familien auf der Station, aber 2 von ihnen sind fortgezogen. Einer der Familienväter hat dann auf einem Markt in Moskau Toilettenschüsseln verkauft. Ein anderer hat Arbeit in einer Fabrik gefunden. Mit ihm war mein Vater eng befreundet. Bis heute hat er sein Bild an der Wand hängen. Er zeigt nicht, was er fühlt. Alle Tragödien macht er mit sich selbst aus. Aber es war nicht zu übersehen, was für ein schwerer Schlag das damals für ihn war. Dass ich Helfer brauchte, war klar. Es ging um eine langfristige Aufgabe, die Jahrzehnte in Anspruch nehmen würde, und um eine äußerst schwierige Arbeit noch dazu. Außerdem war offensichtlich, dass es jahrzehntelang ein Verlustgeschäft sein würde. Wen kann man für sowas gewinnen? Für eine Arbeit ohne Gehalt und unter schwierigsten Bedingungen? Natürlich war es naheliegend, den eigenen Sohn dafür zu begeistern. Wo sind denn alle? Weiß nicht. Da oben. Das war gar nicht so leicht. Schließlich verlassen bei den höheren Primaten die erwachsenen Söhne für gewöhnlich die Herde, um sich anderswo neue Räume zu erobern. Deshalb habe ich mir genau überlegt, wie ich erreichen könnte, dass mein Sohn die Sache weiterführt. Ich musste ihn davon überzeugen, dass es keinen besseren Ort und keine bessere Aufgabe für ihn geben könne. Jedenfalls auf lange Sicht. Habt ihr Handschuhe? Wollen wir los?
neue Steppe erschaffen? Bist du dabei? Wir zwei Steppenmeister. Los geht's. Vater sagt, es sei langwierig und schwierig gewesen, mich in den Norden zu locken. Aber ich glaube, es war nicht so schwierig, wie er es darstellen möchte. In meiner Familie war es normal, alles Geld in den Pleistozänpark zu stecken. In einer religiösen Familie ist es üblich, jeden Morgen zu beten. Genauso ist es bei mir. Nur, dass ich nicht bete, sondern einen Park aufbaue. Vor uns hat noch niemand versucht, das arktische Ökosystem wiederherzustellen. Wir tasten uns vor wie blinde Katzenjunge. Heute Morgen stand in einem Artikel in Nature Geoscience, wenn der Permafrost anfängt aufzutauen, ist das Pariser Abkommen nicht mehr einzuhalten. Deshalb seien größere Bemühungen erforderlich. Ist dir eigentlich klar, dass sowieso niemand das Pariser Abkommen einhalten wird? Wir sitzen alle in einem Boot, aber es ist nicht genug Platz für alle und das Wasser reicht uns schon bis zum Bauch. Ich sehe unter den heutigen Politikern nicht einen, der sich aufrichtig Gedanken ums Klima machen würde. Was sagen die Daten? Windstill, minus 21,6 Grad. Seit wir 2013 mit unseren Messungen begonnen haben, ist die Bodentemperatur im Laufe eines Jahres jeweils stark gestiegen. Unserer Prognose zufolge wird es in etwa 100 Jahren keinen Permafrost mehr geben. Ich gehe davon aus, dass hier in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten alles tauen und zerfallen wird. Wir kämpfen nicht um den Sieg über die Erderwärmung, sondern darum, dass die Sache für uns nicht tödlich ausgeht. Unsere Hypothese ist extrem einfach. Das ist Physik auf Schulniveau. Der Schnee wirkt wärmeisolierend. Entfernt man ihn, wird der Boden im Winter stärker gefrieren. Allerdings braucht man, um auf das Klima einzuwirken, Abermillionen von Tieren. Ma.
Da ist ein Junges. Das sind Jungtiere. So ein Hübscher. Du bist mein Hübscher. Beim ersten Mal haben die sich alle auf mich gestürzt, um mit mir zu kämpfen. Ich bin hinter einem Zaun in Deckung. Aber jetzt haben wir seit 2 Wochen Umgang miteinander. Nach 2 Wochen haben sie alle begriffen, dass ich ein Freund bin und sie es gut bei mir haben. Nicht nur, weil ich sie füttere. Ich spreche ja auch liebevoll mit ihnen. Stimmt's? Ich prügle sie nicht wie die Rentiertreiber. Die jagen die Tiere mit Stöcken vorwärts. Mir kommen manchmal die Freudentränen, wenn ich zu den Tieren gehe und sie mir entgegenkommen und Kontakt aufnehmen. Da zeigt sich das Leben selbst. Und dazu gehört, dass auch du von ihnen gebraucht wirst. Die Tierärzte haben mir erzählt, wie sich die Polarnächte auf die Tiere auswirken. Das Fehlen des Sonnenlichts stört den Stoffwechsel. Es kommt zu einem Mangel an Vitamin A und E. Deshalb muss man sie mit Vitaminen versorgen. Zumindest die erwachsenen Tiere aus Dänemark. Mischst du das ins Wasser? Entweder so oder man gibt ihnen Spritzen. Ist wohl kein Vergnügen, Bisons eine Spritze zu geben. Die Bisons bekommen es eher ins Wasser oder Futter. Wenn man es nicht macht, werden sie krank. Wie die ersten Forscher, die hierher kamen. Skorbut und anderes. Reinaldo ist erfahrener und motivierter als alle vor ihm. Methodisch gehen wir oft ähnlich vor, aber unsere Anliegen unterscheiden sich. Für mich ist das Tier kein Anliegen, sondern ein Mittel. Für ihn ist das Tier selbst ein Anliegen. Da wären wir. Sind das die Fohlen, die dunkleren? Das sind aber nicht alle. Wo sind die anderen? Es sind definitiv zu wenige. 2 Stuten fehlen. Ob die ins Eis eingebrochen sind? Wohl kaum. Die Pferde zertrampeln mehr Schnee als alle anderen Tiere. Das sind die reinsten Profis. Sie waren schon im Pleistozän verbreitet. Derzeit haben wir etwa 16 bis 20 Tiere. Wir hatten vor einigen Jahren Verluste bei den Pferden. Das lag an einem strengen Winter und an nachlässigen Mitarbeitern. Ich mache mir Sorgen um den Bestand. Wir müssen neue Pferde für den Park kaufen. Das Gestüt liegt 800 Kilometer von hier entfernt. Hinfahren können wir wohl nur im Winter, über die gefrorenen Flüsse und Seen. Wir sind wie immer knapp bei Kasse, aber ich fürchte, dass schon in wenigen Jahren unumkehrbare Prozesse beginnen könnten. Hast du die Reifen gesehen? Was soll man dazu noch sagen? Das Ding fährt nirgends mehr hin. Dann diese Ritzen, da müssen Holzplatten vor. Die Ritzen sind schmal, da kommt kein Pferd durch. Was kann mit dem Bein dazwischen kommen? Vergleich mal die Ritze mit einem Pferdehuf. Also Seile, Schrauben, Muttern, Axt, Motorsäge, Schlüssel, Lötlampe, Taschenlampen. Wodka. Ja,
Nicht zu wenig. Der Park ist ein Projekt mit vielen Facetten. Und jeder von uns muss auf seine Weise dazu beitragen. Ich bin körperlich nicht in der Lage, etwa einen Zaun zu bauen. Dafür kümmere ich mich um Verwaltungs- und Buchhaltungsfragen. Um den ganzen Papierkrieg, der nötig ist, damit das Projekt läuft. Es hat sich so ergeben, dass unsere Männer die Welt retten müssen. Und sie tragen die größten Belastungen. Das gilt besonders für Nikita. Ich habe den Eindruck, dass er mit jedem Jahr größere Verantwortung auf sich nimmt. Und das ist schwer, sowohl physisch als auch psychisch. Sein Vater arbeitet vor allem wissenschaftlich. Wir sind eine ganz normale Familie. Sind wir nicht? Wir haben ganz normale Familienwerte. Gar nicht. Morgen früh holen wir Pferde. Wann? Um 6. Wir werden wohl nicht in 2 Tagen hinkommen, so wie unser Ural aussieht. Der fährt kaum noch. Meine Güte. Der Park steckt voller Risiken. Wir schleppen hier irgendwelche schweren Balken. Wir jagen mit bloßen Händen ganze Herden gehörnter Wildtiere. Wir gehen bis an die Grenze des gesetzlich Erlaubten. Und wir bringen auch noch Pferde hierher. Wenn mir oder Nikita bei all dem mal was zustoßen sollte, hätten wir ein ziemliches Problem. Ich zieh mal mit dem Auto. Links oder rechts? Links. Im Laufe meines Lebens habe ich schon einiges erlebt, das meine Beziehung zum Park geprägt hat. Ich bin davon überzeugt, dass ich auch die schwierigsten Aufgaben bewältigen kann. Einmal habe ich Rothirsche hierher geholt. Es ging los in Nischni Nowgorod. Ich bin ins Altaigebirge gefahren, habe dort die Hirsche aufgeladen und bin nach Tscherski gefahren. Vor dem Baikalsee habe ich in irgendeiner Herberge übernachtet. Ich lag da und spürte, wie erschöpft ich war. Mir war das alles zu viel. Ich war am Ende meiner Kräfte. Ich hatte 2 Wochen lang 17, 18, 19 Stunden am Steuer gesessen, hatte im Sitzen geschlafen und etliche Flüsse im Tauwetter durchquert. Die Eisdecke drohte unter meinem LKW einzubrechen.
Motor und Kühler machten Schwierigkeiten. Ich hatte weder Licht noch Bremsen. Es war von Anfang bis Ende schrecklich. Ich konnte nur immer weiterfahren und beten. Das ist jetzt wohl 8 Jahre her. Seither wollte ich das Projekt nie wieder aufgeben, hatte nie wieder Zweifel an mir. Und das liegt vor allem daran, dass ich es damals geschafft habe, mich selbst zu besiegen. Akklimatisierung bedeutet nicht, dass sich ein Tier irgendwann so verhält, als sei es an einem fremden Ort geboren. Akklimatisierung bedeutet, dass ein erwachsenes Tier am neuen Ort 2, 3 neue Generationen hervorbringt. Diese Nachkommen sind dann schon Tiere eines neuen Typs. Wir sind's nur. Ganz ruhig. Oft weine ich vor Freude darüber, dass etwas geklappt hat. Ich spüre ein inneres Jubeln, wenn ich mit irgendwelchen Tieren, zum Beispiel den Bisons, einen Kontakt herstellen konnte. So wie zu einer außerirdischen Zivilisation. Ich glaube nicht mal, dass sie in ihrem Herkunftsort so mit Menschen kommuniziert haben wie hier. Für mich ist es eine neue Erfahrung und ich juble innerlich. Bei uns leben verschiedene Tierarten miteinander, die zur Zeit der Mammutsteppen auch schon in Gemeinschaft gelebt haben. Anderswo begegnen sie sich nicht mehr, weil zwischen ihnen Tausende von Kilometern liegen. Die Tiere hier im Park haben sich aneinander gewöhnt. Die Bisons kennen die Rinder und Schafe und auch mit den Rentieren und den Yaks treten sie in Kontakt. In Amerika ist das anders. Dort leben Bisons, Rinder und Schafe getrennt voneinander. Überall ist das mittlerweile so. Aber in der Natur waren immer alle zusammen. Guten Tag. Guten Tag. Können Sie mir sagen, wo ich Konstantin Nikolajewitsch Vinokurov finde? Der ist in Jakutsk.
Hat er eine Vertretung? Wir sind mit ihm verabredet. Sein Stellvertreter ist auch dort. Und sonst wer? Wir haben einen Termin. Wir möchten Pferde abholen. Sie sind schon bezahlt. Gibt's denn einen Brigadier? Nein, gibt's nicht. Wir hatten ausgemacht, dass wir Ende März kommen. Und jetzt kann ich ihn telefonisch nicht erreichen. Gibt's noch andere Nummern? Wie finde ich jemanden? Ich habe keine Ahnung. Sollen wir weiterfahren? Weit und erfolglos. Haben Sie sich versetzt? Ich blicke nicht durch. Die Chefs sind alle in Jakutsk. Bisher war da nur ein alter Mann. Mal sehen. Da ist doch wer, mit Fähnchen. Er ist nicht da. Und mit wem kann man hier sprechen? Ich versuche seit 5 Tagen, ihn zu erreichen. Einen Moment. Wir fahren mal raus. Der Pferdebrigadier muss da irgendwo sein. Mit dem reden wir. Gut, dann los. Komme ich da mit dem Auto durch? Ja. Danke. Wir nehmen keine Tiere aus freier Wildbahn. Die Tiere im Park haben wir alle quasi auf dem Sklavenmarkt gekauft. Das war eigentlich Schlachtvieh. Wir haben diesen Tieren das Leben gerettet. Hab keine Angst. Dir wird nichts passieren. Keine Angst. Wir sind im 5. Tag unterwegs und sind 1000 Kilometer gefahren, aber haben nur einen einzigen Fuchs gesehen. Es gibt hier keine Tiere. Dieser Wald, den alle für unberührte Natur halten, ist in Wirklichkeit eine ökologische Wüste. Außer diesen Bäumen wächst in diesem Wald praktisch nichts. Tiere gibt es nicht. Wir finden kein Futter. Ein Fuchs käme nicht mal als Fressen in Frage. Er wäre praktisch ungenießbar. Ein Ökosystem kann man das nicht nennen. Hier fährt man 1000 Kilometer und sieht auch keinen Menschen. Keinen Menschen und kein Tier. Auf Tausenden und Abertausenden von Kilometern.
Jeder Tiertransport in der Arktis ist hochriskant und mit großem Aufwand verbunden. Den Park finanzieren wir mit dem Geld, das wir durch die Station verdienen. Die Spenden reichen höchstens für 20% aller Investitionen. Da setzt man kein Fett an. Deshalb ist der Verlust jedes einzelnen Tiers eine riesige Tragödie. Zum Beispiel haben wir in unserer Bisonherde derzeit nur 2 Bullen. Wenn denen was zustößt, hat die Herde keine Zukunft. Papa, ein Brief für dich. Lieber Dr. Zimov, ich heiße Kaveri Trailer. Ich bin 15 und Nachwuchswissenschaftler. Vor einem Jahr habe ich von dem Pleistozänpark gehört. Ich finde toll, was Sie damit erreichen wollen. Sie bringen die Megafauna der Eiszeit zurück, um den Permafrost zu erhalten und den Klimawandel zu stoppen. Hoffentlich geht es Ihnen allen gut. Ich wüsste auch gern, ob ich Sie im Park besuchen und Ideen mit Ihnen austauschen könnte. Ich sende ein paar Geschenke, um zu zeigen, dass ich den Park unterstütze. Passen Sie gut auf sich auf. Dankeschön. Aus welchem Land kommt das? Oakland, Kalifornien. Das kennen wir ja. Dieser Wiesent war vorher im AK-Terrassen-Biosphärenreservat im Moskauer Gebiet. Sie hatten dort mehrere. Leider trafen die Tiere hier zu spät ein. Im Moskauer Raum war noch Herbst, während in der Arktis 20, 30 Grad Frost herrschten. Nur 2 Wiesente haben den ersten Winter überlebt. Einer von ihnen konnte sich nicht rechtzeitig auf den zweiten Winter vorbereiten. So blieb uns nur der eine. Im Park hat er sich nur mit den Yaks angefreundet. Mit ihnen kann er sich verständigen, aber mit den Rindern und allen anderen nicht. Piotr Iwanowitsch, ganz ruhig. Rinaldo, der Wiesent hat den Zaun durchbrochen. Er ist in Richtung der Bison.
Bisons gerannt und könnte sie erreichen. Ich bin gleich da. Verstehe. Die Bisons sind auf dem Weg. Er hat sie gejagt und verschwand dann im Wald. Wir müssen sie schnell voneinander trennen. Du übernimmst die Bisons, ich treibe den Wiesel zurück. Ich komme vom See her. Alle neun sind hier. Einer scheint zu humpeln. Was ist da los? Nein, alle laufen normal. Ihre Haut ist einfach unglaublich dick. Er ist auf einen von ihnen losgegangen. Kannst du sie Richtung See treiben? Ist gut. Wir treiben jetzt den Wiesel zurück. Renaldo, hörst du? Übernehmt ihr den Wiesent, ich schaff das nicht. Das Projekt hat eine Chance, wenn seine Gründer die Rolle des Menschen in diesem Ökosystem richtig verstehen. Ich glaube nicht, dass derartige Projekte ohne den Menschen funktionieren können. Ich möchte eine Spur in der Natur hinterlassen, aber keine aus Müll, sondern eine positive Spur. Nur der Mensch war in der Lage, im Permafrost die Überreste vorzeitlicher Bisons zu entdecken und Bisons in die Heimat ihrer Vorfahren zurückzubringen. Wir haben ein Stück verloren gegangene Natur wieder zum Leben erweckt. Da kann man nicht sagen, jetzt macht mal schön selbst weiter. Das ist keine Lösung. Thank you.
Ich war hier mal mehrere Wochen ganz allein. Da fängt man an, Selbstgespräche zu führen. Irgendwann hat man auch Halluzinationen. Man glaubt, Geräusche zu hören oder meint, dass noch jemand in der Nähe ist. Aber das stimmt nicht. In der Arktis fangen viele an, Selbstgespräche zu führen. Wir brauchen wohl andere Menschen, um uns ganz als Mensch zu fühlen. Donnerwetter. Höchsttemperatur am Boden 42 Grad. Der Boden ist dunkel, deshalb wird er warm. Hier ging es rauf und runter, aber in einem Meter Tiefe war die Temperatur konstant. Ein bisschen ist sie gestiegen, aber trotzdem lag sie immer unter Null. Vor zwei Jahren lag die Abtaugrenze bei 20 Metern. Seit die Tiere hier rumlaufen, sind es 80. Er sieht nicht nur schlecht aus mit unserem Permafrost. Wie gut das Gas gediehen ist. Und das in der tiefsten Arktis. Gar nicht weit vom Eismeer entfernt. Aber das Gras wächst. In Europa sieht man dieses Gras nicht so häufig. Hier ist ein neues Territorium entstanden. 20 Hektar Weideland, alles bewachsen mit Arctophylla. Das ist ein sehr wohlschmeckendes Gras. Arctophylla, ein Gras, das die Arktis liebt. Na gut, genug herumgelegen und geplaudert. Но на начальника попал, который бойко вербовал и за Урал машину стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увез, в кабинете монопарни впереди частного мыс. Ходим, кричала, шло берет, назад 500, вперед 500, а он зубами. Танец саблями стучит, он был мне больше, чем родня. Он ел за ладони у меня, тут глядел глаза и холода по спине. И понял я кругом 500, и кто там, кто кого переживет, что он забыл, то ему, то на мне. Конец простой пришел тягач,
И там был трус, и там был ворочим, а смопал кто-то положенный ему. И он пришел трещать весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел трещать весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. Durch meine flexible Persönlichkeit. Was meinst du denn damit? Ich bin schon so viel kreuz und quer gefahren. Ich will mich ja nicht loben, aber ängstlich bin ich nicht. Trotzdem, wenn ich Simov sehe, ahne ich nichts Gutes. Ganz und gar nicht. Ihm schließen sich doch nur Leute an, die nichts zu verlieren haben. Nikita hat 3 Töchter. Wenn er stirbt, war es das. Simov wird nicht ewig leben. Nicht mal weitere 100 Jahre. Und in der Natur ändert sich in 100 Jahren alles. Wie lange wird Nikita das hier noch machen? 30 Jahre? Und dann ist Schluss. Was werden Sie letztlich erreichen? Alles wird sein wie zuvor. Nikita hat nur Töchter. 3 Mädchen und keinen Jungen. Die Mädchen werden die Nachfolge wohl kaum antreten. Besser gesagt, ganz bestimmt nicht. Jungs übrigens auch eher nicht. Wer braucht das Ganze schon? Nikita gibt sich alle Mühe. Aber er hat mir selbst gesagt, meine Kinder werde ich zu nichts zwingen. So ein egoistischer Vater sei er nicht. Weißt du auch, wessen Weg das hier ist? Wer ihn angelegt hat? Die Mammuts. Ja, ursprünglich die Mammuts. Dann wurden sie verjagt. Und dann kam dein Großvater hierher. Siehst du all das Gras, Sascha? Ja. Für wie viele Tiere reicht das wohl? Für alle. Für all diese hier reicht es. Und wenn der See austrocknet und zuwächst, dann gibt es noch mal Gras für 2 Mammuts. Deshalb gab es hier früher die Mammuts, so wie heute die Enten. So viele? Ja. Dein Großvater will dieses Jahr Mammutjunge hierher bringen. Aber der Flugverkehr ist eingestellt. Deshalb weiß ich nicht, ob es klappt. Den Ururenkeln Geld zu hinterlassen, ist dumm. Denn was macht das aus ihnen? Grund und Boden, Werke oder Fabriken zu hinterlassen, ist ebenso dumm. Wie gesagt, ich kann nicht mal raten, in welchem Land meine Ururenkel leben werden. Ländergrenzen können sich verschieben, Menschen können migrieren. Keine Ahnung, welche Staatsangehörigkeit meine Ururenkel haben werden. Was ich ihnen aber ganz sicher zu ihrem Nutzen hinterlassen kann, ist ein Klima, wie es sein sollte. Und eine lebendige Natur. Wisst ihr, was Daschka mich gestern gefragt hat? Wenn wir viel Geld hätten und es nicht für den Park ausgeben müssten, was würdest du dann kaufen? Kamele. Bisons. Was Nikita da zusammenbettelt, nennt ihr eine Finanzierung?
Das deckt immerhin bestimmte Ausgaben. Sicher, das reicht fürs Essen und so. Aber für die Rettung des Weltklimas ist das doch keine Finanzierung. Die Wissenschaft macht man vom Sofa aus für ein paar Kopeken. Dann muss man alles erproben und den Dummköpfen erklären. Dann geht es in die echte Natur. Die Umsetzung, die großen Projekte, das sind ganz andere Summen und Aufgaben. Für all das Hin und Her dazwischen sind wir nicht zuständig. Der Wissenschaftsteil ist erledigt. Nach dieser Logik kann man sich jetzt wieder aufs Sofa setzen und warten, bis die Menschen endlich begreifen? Ja, es braucht seine Zeit. Der eine muss hungern, ein anderer bluten. Ein Dritter muss zugrunde gehen. Wozu investiert dann Nikita so viel Zeit und Mühe? Das ist sein Training. Er hält sich in Form. Verbreitet wissenschaftliche Erkenntnisse. Läuft der Hamster nicht im Rad, wird er krank und elend. Ich lasse den Park so lange nicht im Stich, bis er aus eigener Kraft existieren kann. Ich wünsche mir so sehr, dass ich das noch erlebe. Dann könnte ich den Park zum Beispiel mal für 3 Jahre verlassen. Wenn ich zurückkäme, würde ich ein Territorium vorfinden, auf dem viele Tiere leben, die sich unterdessen weiter vermehrt hätten. Und der Permafrostboden wäre hier kälter als außerhalb. Das ist mein großer Traum. Da fliegen die Samen. Halb so wild. Ich hab's noch im Auge. Alle Tiere lieben das Weidenröschen. Die Elchjungen ganz besonders. Aber bei uns im Park wächst es kaum. Obwohl viele Stellen gut dafür geeignet wären. Es gibt einfach keine Samen. Aber im nächsten Frühling sehen wir die Pflanze aus. Im Mai. Fliegst du im Mai weg? Ich weiß noch nicht, wo ich sein werde. Dann verpasst du aber Katjas Geburtstag. Mal schauen. Sehen kann doch jemand anders. Papa, reicht das? Eigentlich nicht. Wir sammeln so viel wir können. Der Park sollte kleiner sein. Wer? Der Park. Nein. Man sollte den Park vergrößern. Ehrlich gesagt. Und zweifelsohne. Was soll man machen? Sodass auch Platz für Elefanten und Löwen wäre. Papa, ich krieg deinen ganzen Pflaumen ab. Entschuldige, Schatz. Ich bin selbst voller Pflaumen. Noch ein Stückchen, dann sind wir auf dem Gipfel.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit verschwindet, ist sehr groß, weil der Mensch gegen viele Gesetze des Lebens verstoßen hat. Aber ich hoffe, dass es auf der Welt noch genug Menschen gibt, die gegen den Strom rudern können. Ich wende mich an diejenigen, die dazu noch mit voller Kraft in der Lage sind. Manche haben es auch vielleicht nur noch nie versucht. Früher oder später wird der Fluss des Lebens sie aus diesem Strudel heraus in ein unterirdisches Reich mitreißen. Oder aber sie fangen an zu rudern. Hallo. Hi. Hallo, schön, Sie zu sehen. Sehen Sie mal. Wunderschön. 1-0. Ein Mammut für Sie. Jetzt sind Sie dran. Wie kommen Sie voran? Sie sollten ein paar der Mitarbeiter kennenlernen. Wir haben uns vor allem damit befasst, wie ein Elefant in der Kälte überleben könnte. Zunächst bekommen wir also keinen Wollhaar-Mammut, sondern einen Elefanten, der mit Kälte zurechtkommt. Das würde mir schon reichen.